Nach 3 Jahren Wartezeit ist der nächste Teil von Wonder Woman endlich da. Wonder Woman 1984 dient als weiterer spannender Teil in Dianas moderner Story. Abgesehen davon gibt es noch einige unbeantwortete Fragen. Hier kommen die größten unbeantworteten Fragen aus Wonder Woman 1984. Wonder Woman 1984 beginnt auf der geheimen Amazoneninsel Themyscira während Dianas Kindheit. In einer ziemlich anstrengenden Form von Olympischen Spielen für Amazonen arbeitet sich Diana, obwohl sie Jahre jünger ist als die anderen Teilnehmer, mühelos auf den ersten Platz vor, bevor sie kurz vor Ende des Rennens doch zurückfällt. Sie findet dann eine Abkürzung und gelangt wieder auf den vordersten Platz. Aber ihre Tante, die Kriegerin Antiope, zieht sie aus dem Rennen und erklärt ihr, dass sie geschummelt hat und nicht gewinnen kann, wenn sie nicht ehrlich ist. Die pure Existenz dieser Spiele wirft schon einige Fragen auf, aber keine davon wird beantwortet. Wie werden diese Spiele genannt und wie oft finden sie statt? Warum darf Diana als Kind überhaupt gegen die erwachsenen Amazonenkrieger antreten? Wie werden die Wettbewerber überhaupt ausgewählt? Sind sie aus adligen Familien so wie Diana oder werden sie aus einer größeren Gruppe ausgewählt? Und was gewinnen sie, wenn sie den ersten Platz bei diesen Spielen belegen? Kurz nachdem sie an Smithsonian angefangen hat, zeigt Barbara Diana einige ihrer Entdeckungen, darunter einen mysteriösen Stein, der eine Inschrift einer altertümlichen Sprache auf einem Sockel stehen hat. Sie finden schließlich heraus, dass dieser Traumstein Wünsche erfüllt. Aber die Herkunft des Traumsteins wird nie wirklich aufgeklärt. Diana und Barbara finden heraus, dass der Stein vom Gott des Unheil und Verrats erschaffen wurde und jeden Wunsch erfüllen wird. Allerdings steht der Person dabei ihre beste Fähigkeit, was nur wieder rückgängig gemacht werden kann, wenn die Person ihren Wunsch zurücknimmt oder der Stein selbst zerstört wird. Allerdings lernen wir nie, wo der Stein herkommt und das meiste seiner Hintergrundgeschichte bleibt ein Geheimnis. Als der Film uns in Dianas einsames Leben in DC einführt, schwenkt die Kamera über die Regale in ihrer Wohnung, auf denen Fotos aus ihrem Leben und Steves Armbanduhr zu sehen sind, die er ihr gab, kurz bevor er sein Leben im Krieg opferte. Diese Fotos, die eine Chronik der Abenteuer in Dianas Leben darstellen, beinhalten ein Foto, das Fragen aufwirft. Diana posiert vor einem ländlichen Gebiet mit einem Schild, auf dem Trevor Ranch steht. Während das eine wirklich niedliche Geste ist, wirft es doch einige große Fragen auf. Von denen die offensichtlichste lautet, was und wo genau ist Trevor Ranch? Gab es diese Ranch schon länger in Steves Familie? Und hat Diana sie gesehen und besucht? Oder hat Diana sie als eine Art Tribut an ihre gefallene Liebe errichtet? Was macht die Trevor Ranch eigentlich genau? Außer der Tatsache, dass sie Steves Namen trägt, wissen wir nichts über Trevor Ranch. Nachdem Barbara und Diana ihre Wünsche dem Stein vorgetragen haben, benutzt Maxwell eine ahnungslose Barbara mit neuem Selbstbewusstsein, um Zugang zu dem Artefakt zu bekommen und macht etwas völlig Unerwartetes. Er wird selbst zum Stein, indem er sich wünscht, die menschliche Verkörperung des Traumsteins zu sein. Damit zerstört er zwar seinen Körper, aber er erlangt ungeahnte Kräfte und nutzt seine Fähigkeit, Wünsche zu erfüllen, dazu, Menschen in der ganzen Welt zu manipulieren, seine Angebote zu nutzen. Letztendlich nutzt Diana, die ihre Kräfte wiedererlangt hat, das Lasso der Wahrheit, um durch Maxwell zu sprechen, als er sein eigenes Bild weltweit im Fernsehen überträgt und bittet die Menschen, ihre eigenen Wünsche zurückzunehmen. Allerdings beantwortet das nicht die Frage, was mit dem Stein passiert, als Maxwell seinen Wunsch zurückruft. Zerstört das den Traumstein endgültig oder lebt er in ihm weiter, um irgendwann wieder Wünsche erfüllen zu können? Während seiner Zeit als menschliche Verkörperung des Traumsteins erreicht Maxwell einiges. Nachdem er seinen Wunsch zurückgezogen hat, weil er von Diana besiegt wurde, wird Maxwell zu einem guten Menschen, ist wieder mit seinem Sohn vereint und verspricht, ein besserer Vater zu sein. Trotzdem bleibt der Fakt, dass Maxwell in seiner Amtszeit als Traumstein einige ziemlich abscheuliche Dinge getan hat. Und auch wenn er in die Realität zurückgekehrt ist, scheint es, als ob Maxwell für alles, was er getan hat, zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Muss Maxwell mit irgendwelchen rechtlichen Konsequenzen für das rechnen, was er alles als Traumstein getan hat? Wenn dem so ist, ist es möglich, dass er von allen Anklagen freigesprochen wird? Weil er anscheinend keine Kontrolle über sich selbst hatte, während sein Körper mehr oder weniger von einer mystischen Macht besessen war? Weil Maxwell ahnungslose Menschen manipuliert, damit sie übernatürliche Wünsche machen, die ihm im Endeffekt nutzen, sehen wir Menschen auf der ganzen Welt Tonnen an verrückten Anfragen machen. Unter Maxwells Traumsteineinfluss ist die Welt am Rande eines Atomkriegs und wird zu einem wahnwitzigen apokalyptischen Platz, der absolut furchterregend aussieht. Am Ende des Films beginnt die Weihnachtszeit und wir sehen, wie Diana glücklich Familien beobachtet, die gemeinsam in einem Weihnachtsdorf in DC spielen. Trotzdem bleibt der Anschein, dass die Menschen, die alle in diesem Jahr Weihnachten feiern, naja, verdächtig glücklich nach den katastrophalen Geschehnissen des Films wirken. Das wirft die Frage auf, erinnern sich die Menschen an ihre von Wünschen verursachten Leben oder sind sie aus ihrem Gedächtnis gelöscht worden, damit sie einfach weitermachen können? Nachdem sich Steve Trevor im ersten Wonder Woman Film geopfert hat, fragen sich die Zuschauer 3 Jahre lang, ob er zurückkehren würde. Dank dem Traumstein kehrt Steve in der Fortsetzung zurück und obwohl sein und Dianas Romanze wieder einmal nur sehr kurz ist, haben sie in den 1980ern doch ein bisschen Zeit zusammen, bevor Diana ihr eigenes großes Opfer bringt. Wonder Woman 3 wurde kürzlich bestätigt, wieder unter Jenkins Leitung,
aber sie hat schon vorher gesagt, dass sie nur zurückkommt, wenn der Film einen kompletten Kinostart bekommt. Was Godot angeht, die wollte den Film nicht machen, wenn Pine nicht ein weiteres übernatürliches Comeback bekommt. Godot erzählte dem Entertainment Tonight: "Ich konnte mir nicht vorstellen, einen weiteren Film ohne ihn zu drehen. Die Sache, dass sie den richtigen Weg gewählt haben, um ihn zurückzubringen, hilft der Handlung. Es ist wunderbar, wieder mit ihm zu arbeiten, und das Arbeiten mit Patty und Chris und unserer wunderbaren Crew fühlte sich wie zu Hause an. Es gibt keine Aussage, ob Pine auch wiederkehren will, aber die Frage, ob Steve ein zweites Mal von den Toten zurückkehren kann, bleibt weiterhin im Raum." I wish we had more time. Als Barbara das erste Mal am Smithsonian auftaucht, ist sie kleinlaut und schüchtern und fliegt wegen einer spektakulären Lücke in ihrem Selbstbewusstsein komplett unter dem Radar. Obwohl Diana zu Beginn die erste Einladung zum Lunch von Barbara ablehnt, beginnen die beiden sich bei der Arbeit an antiken Artefakten näher kennenzulernen, was dazu führt, dass Diana Barbara nach der Arbeit zu Drinks einlädt. Bei Wein und Cocktails öffnet sich Diana gegenüber Barbara und sagt, dass sie die offene Art ihrer neuen Freundin bewundert. Sie gibt auch zu, dass sie sich größtenteils emotional verschlossen hat, was mehr ist, als Diana sonst irgendjemanden in ihrem Leben erzählt. Nachdem Maxwell und der Rest der Welt ihre Wünsche zurückgenommen haben, verwandelt sich Barbara zurück in ein normales menschliches Wesen und wir sehen sie nie wieder. Es scheint, als ob Diana und Barbara eine ernsthafte Verbindung haben, besonders nachdem die beiden vom Traumstein beeinflusst worden waren. Werden sie ihre Freundschaft je wieder aufleben lassen? Have you ever been in love? A long, long time ago. You? So many times. Yeah, all the time. Der Traumstein ist definitiv zu schön, um wahr zu sein, und Maxwell und Barbara müssen das auch ziemlich schnell lernen. Barbara gibt ihre komplette Menschlichkeit auf und Maxwells Körper zerbricht wortwörtlich unter dem Druck, der Stein selbst zu sein. Es steht außer Frage, dass der Traumstein für etwas Böses benutzt werden kann, was uns nachdenken lässt, ob man ihn auch für einen deutlich weniger dämlichen Zweck nutzen könnte. Barbara und Maxwell nutzen den Traumstein, um Macht und Stärke zu erlangen, aber die Art und Weise, wie Diana ihn nutzt, wirft einige interessante Fragen auf. Als Amazone ist Diana bereits ziemlich mächtig und braucht den Traumstein nicht, um sich das zu wünschen. Ihr Wunsch, Steve zurückzuholen, ist außerordentlich persönlich und es scheint, dass er keine negativen Auswirkungen hat, außer für den Körper des Fremden, den Steve anscheinend gekidnappt hat. Wenn man darüber nachdenkt, dass selbst Dianas Wunsch nicht immun gegen Verderbnis ist es denn überhaupt möglich, den Traumstein für etwas Gutes und nicht Böses zu nutzen? Wenn ihr euch Wonder Woman 1984 genauer anschaut, werdet ihr merken, dass die Schauspielerin, die Asteria spielt, eine antike, legendäre Amazonenkriegerin, deren Goldrüstung Diana hilft, Maxwell und Barbara zu besiegen, euch bekannt vorkommen mag. Tatsächlich ist diese Schauspielerin niemand Geringeres als Linda Carter, die den Charakter von Wonder Woman in der Fernsehserie in den 1970er Jahren bekannt gemacht hat. Als wenn das nicht schon genug wäre, taucht Carter in der Mid-Credit-Szene auf und offenbart eine spektakuläre Tatsache. Genauso wie Diana lebt auch Asteria heimlich unter den Menschen. Natürlich wirft das sofort eine enorme Frage auf. Wird Carter in einer möglichen Fortsetzung neben Godot auftauchen, die den Mantel von Wonder Woman für die große Leinwand übernommen hat? Es ist aber auch möglich, dass Carters Cameo und die Credit-Szene nur einfache Easter Eggs für langjährige Fans von Wonder Woman waren. Aber die aufregende Möglichkeit, dass Carter und Godot ihre Kräfte als Asteria und Diana in zukünftigen Wonder Woman-Projekten bündeln könnten, besteht. Schaut euch auch eines unserer neuesten Videos direkt hier an. Außerdem kommen bald noch weitere Looper-Videos über eure Lieblings-Superhelden-Filme. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst.